Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu Kuchen die Fahnenkarte. Wir reagieren heute auf Alpha Karen. Das to YouTuber täuschen ihren Tod für Klicks und Gewinnspiele vor. Diese beiden aus für Gewinnspiele ist nett. Täuschten ihren Tod für Klicks und Gewinnspiele vor. Beide gaben an, schwere Erkrankungen. Das ist der eine von den Lochis gewesen? 2018 sollten sie laut eigenen Angaben an diesen Erkrankungen sterben. Warum es jedoch nicht dazu kam, sie alles nur täuschten, um Gewinnspiele durchzuführen, um daraus dann wieder Klicks zu ziehen, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Und vertraut mir, dieser Fall ist wirklich extrem dreist. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch ganz kurz die neue Show Hot Tip Hero vom allerersten Gaming-Browser Opera. Oder ich habe heute um 18 Uhr lustigerweise auch ein Placement für Hot Tip Hero. X vorstellen, welches eine absolut insane Spielshow, vor allem für Gaming begeistert ist. Bei dieser Show stellt der Moderator, in diesem Falle Uke Bosse, den teilnehmenden YouTubern und Streamern Fragen, welche diese dann auch richtig beantworten müssen. In einem Museum. Ah, die müssen die Fragen richtig beantworten. Ach lol, ich dachte nur Trollantworten sind erlaubt. Video, welcher Band hat Hand of Blood mitgespielt? Wer das nicht weiß, ist dumm und heißt Odoman. Richtige Antwort kassieren dann die Spieler jeweils Punkte für ihr eigenes Team und diese Punkte können dann später in Geld umgewandelt und an die Fans verteilt werden. Der maximale Preis kann hierbei bis zu 20.000 Euro betragen, diese Flamme, den die Teams jeweils erspielen können. Besonders geil wird es vor allem durch die Teilnehmer und auch den Moderator. Uke Bosse ist hierbei wirklich perfekt als Moderator geeignet. Er ist nämlich Schauspieler, Moderator und sogar Professor für Spiele. Also er ist wirklich Dozent krank für Game Design. Sein Humor ist absolut trocken und sehr belustigend für diese Show. Ja gut, wir überspringen mal. Sehr langweiliges Placement. Guckt euch heute meins an im Faisal Kabusi-Video, Junge. Das ist ein Placement. Ich würde sagen, gehen wir jetzt wieder rüber zu den beiden Geschwistern. Starten wir jetzt mit den australischen Geschwistern Thomas und Jonathan Smith, die 2018 im Alter von... Junge, das ist aber wirklich ein sehr random Thema. Einer hat es gerade schon reingeschrieben. Das ist echt ein zufälliges Thema. Also wie 2018 einfach. Und 20 Jahren hätten sterben müssen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich tragisch. Ist es natürlich auch. Doch was wirklich passierte, ist so dreist, das kann man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Doch wer sind jetzt eigentlich die beiden Geschwister und warum sind sie so bekannt geworden? Die beiden Smith-Brüder führen schon seit sehr vielen Jahren einen YouTube-Kanal namens Extreme Games. Dort wurden sie so richtig bekannt mit den typischen Hype- und Trend-Videos, die damals permanent viral gingen, weshalb sie auch schon 2018 über 4 Millionen Abonnenten dazu bekamen. By the way, mittlerweile hat dieser Kanal sogar über 7 Millionen Abonnenten, trotz des Skandals, aber dazu später mehr. Im Jahr 2018 lief es bei den beiden Geschwistern wirklich enorm gut. Fast jedes ihrer Videos erreichte... Alter, das ist halt schon krass, ne? Vor allem, wenn du mal so überlegst, die machen da so mit einem Video bestimmt so um die 10.000 Euro. Kann man sich ja hochrechnen, wie viel das dann ist, ne? Aufrufen. Und sie waren zusätzlich einer der größten Kanäle Australiens. Und was macht man, wenn man einen ohnehin schon sehr erfolgreichen Kanal immer weiter pushen möchte? Richtig, man lädt noch im selben Jahr ein Video hoch mit dem Namen Wir verlassen YouTube, weil wir sterben. In Klammern, kein Clickbait. Immer super wichtig zu erwähnen. Selber nicht einfach Kevin Dan Greenscreen feiere ich. Dass bei solchen ernsten Themen kein Clickbait ist. Ich meine, wie kommt man auch sonst darauf, dass es Clickbait sein könnte? Das macht es natürlich jetzt viel seriöser. Und wenn man sich dann das Video anguckt, welches sie dort treten, dann fiel einem schon regelrecht die Kinnlade runter. Doch beginnen wir erst einmal mit ihrem sehr tragischen Anfang. This is the end. This isn't clickbait. It's not a joke. Rakuta, dankeschön für den Prime Sub. Actually quitting YouTube. Oh, boo! Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinen. Dankeschön, Nick, mal nochmal 2 Euro. Ich habe Random Themen und Autobus gefallen, zum Beispiel sind die Wild Reaction. Ist natürlich tragisch, wenn zwei YouTuber bekannt geben, dass sie bald sterben gemacht? Werden. Da habe ich natürlich auch mein Mitempfinden und finde das natürlich nicht gut. Aber wartet einfach mal nur ab, warum ich gerade Späße darüber mache. Das wird nämlich erst im Nachgang noch so richtig lustig, beziehungsweise unfassbar dreist. Also ich glaube, was Dreisteres habe ich bisher noch nicht gesehen. Erstmal sagten uns aber die beiden, was ihre Probleme sind und Jonathan sprach an, dass er momentan sehr starke Nierenprobleme habe und deshalb sterben würde. Ich habe fighting this kidney disease now for literally 4 years. And it's finally got the best of me. Weiß gar nicht, warum er das unten auf Deutsch übersetzt. Also ich könnte es auch auf Englisch nicht das verstehen. Really fight it anymore. I'm holding 16 kilos of fluid in my body. When I say fluid, it's literally because my kidneys can't filter my fluid out anymore. You can't physically move, you can't eat, you're not hungry. My body's literally at the end. Also Jonathan. Ja, so sieht er aus, Digga. Er sieht richtig am Ende aus. So ganz normal gesättigt und so Normalgewicht. Oh, ich bin so am Ende. Eine Nierenkrankheit, bei der die Niere die Flüssigkeit nicht mehr richtig rausfiltern kann. Und an was Thomas leidet, das erzählt er uns im Anschluss. I know a lot of you guys have been wondering why I've got all these pimples on my face. You guys have been commenting, oh, he's got acne and all that sort of stuff, but...
That's actually one of the side effects of my problems. Every single day I wake up, it's like dizziness. When you're on a roller coaster, you get off and everything's spinning. The world is spinning. Imagine that happening to you every single day for the entire duration of the day, and you just keep getting dizzy every single day for 4 years. That's kind of what's happened. Well, that is what's happened to me. Also, der eine hat Nierenprobleme und dem anderen ist einfach immer schwindelig. Okay, was sind jetzt... Also jetzt mal wirklich, ne? Das ist ja, also wenn ich schon so ein Video drehe und irgendwie sagen möchte, ja Digga, ich bin ja todkrank, bla bla bla, also dann denke ich mir doch was Realistisches aus, oder? Also wenn du 16 Liter Flüssigkeit zu viel in deinem Körper hast, Bro, dann siehst du nicht mehr so aus, wie du aussiehst. Also wahrscheinlich wärst du generell schon tot, weil du einfach halt, also viel zu viel Wasser bist, dein ganz Blut wäre ja einfach auch todesverdünnt und so. Also das ist schon überhaupt nicht realistisch so, denke ich mal, obwohl ich kein Arzt bin. Und ja, ihm ist einfach die ganze Zeit schwindelig, seit 4 Jahren so, aber kann anscheinend alles ganz normal machen immer. So, keine Ahnung. Es ist halt so, also dann denkt euch doch, du kannst doch auf Google, kannst du alle Symptome von jeder Krankheit googeln, so, dann such dir doch was Realistisches aus und sag einfach, keine Ahnung, du hast Diabetes Typ 8 oder so. Das ist erstmal die Zeichen, weshalb die beiden scheinbar sterben werden. Und an sich wäre es jetzt natürlich selbstverständlich. Ey, übrigens, es gibt neue Windel-Emotes, ne? Die wurden endlich freigeschaltet. Geht ja noch weiter. We want you to know two things. First thing is, we want to give back to you guys. We're gonna give away 2 iPhone X's. 2 of them. We're literally gonna give away 2 of them. That's how much we love you guys. Nice, Digga. Junge, wir haben 7 Millionen Abonnenten. Wir haben damit Millionen Euro gemacht. Wir verlosen 2 iPhone X, die wir von den Steuern absetzen können, die uns insgesamt 400 Euro kosten. And all you gotta do is literally like this video, turn on notifications on our channel and subscribe. And warum soll man die Glocke aktivieren, wenn die eh aufhören, YouTube zu machen? That's it. And you're entered into the giveaway. Warte, stopp. Also am Anfang sagen die beiden, dass es das letzte Video sein wird, da sie sterben werden und es auch kein Clickbait ist. Und am Ende des Videos... Vor allem, wie krass ist das auch, ne? Dass beide 4 Jahre eine Krankheit hatten und beide sterben auch ungefähr zur gleichen Zeit daran. Obwohl es unterschiedliche Dings ist, ne? Sagen sie dann, dass man sie doch abonnieren soll und die Glocke aktivieren soll, um dort teilzunehmen. Warum? Wenn man doch eh YouTube verlässt, dann kann es einem doch scheißegal sein, wer die Glocke aktiviert hat oder den Kanal abonniert hat. Das war definitiv schon das erste Zeichen, weshalb man vermuten könnte, dass die beiden voll einen am Sender haben. Doch glaubt mir, wenn ihr denkt, dümmer kann es nicht mehr werden, dann habt ihr deren Wunderheilung noch nicht mitbekommen. Und keinen Scheiß jetzt. Das, was ich euch nachher sagen werde, das meinen die vollkommen ernst. Bevor wir uns nämlich jetzt dieser Wunderheilung widmen, sage ich erst einmal, was noch davor passiert ist. Nach ihrem Video, welches wir gerade eben angeschaut haben, hat der YouTuber Leon Lasch ein Video über sie aufgenommen, welches wirklich viral ging mit über 7 Millionen Aufrufen. Er zeigte daran, ja, auf, wie unglaublich das Ganze doch ist und dass sie dann dort noch ein Gewinnspiel veranstalten, was völlig weird klingt. Und als sie dann auf Twitter darauf aufmerksam wurden, schrieben die beiden folgenden Kommentar, der direkt an Leon Lasch ging. Enttäuschend ist die Tatsache, dass sie sich über meinen Bruder und mich lustig machen, wegen Krankheiten, mit denen wir seit 4 Jahren körperlich und geistig zu kämpfen haben. Sie haben ein Video gemacht, in dem sie sagen, dass es gefaked ist und für Aufrufe gedacht war. Aber sie haben diese Qualen selbst nie durchlebt. By the way, hatte sich Lasch nie über die Krankheiten von denen lustig gemacht, denn es ist durchaus möglich, dass die beiden krank waren. Dennoch kann man durchaus stark anzweifeln, dass die beiden todkrank waren. Denn zufälligerweise kam eine Woche später ein Video von den beiden online, durch welches sie eine Art Wunderheilung bekamen. Ausgerechnet jetzt, wo sie schon sterben sollten, wurden sie geheilt. Ey, das kann doch nicht möglich sein. Und wie lächerlich das Ganze ist, beide. Das könnt ihr euch beim besten Willen nicht ausdenken. Denn passt auf, die beiden gingen zu einem berüchtigten YouTuber-Chiropraktiker namens Dr. Bergman. Er sollte den beiden bei ihren Problemen helfen und nur als kurze Info, Chiropraktiker haben die Aufgabe, Funktionsstörungen des Bewegungsapparates zu ertasten und zu behandeln. Es kann sich dabei um lokale und komplexe Beschwerden im Bereich von Wirbelsäule, Becken und Gelenken, aber auch Muskeln und Sehnen handeln. Was er aber natürlich nicht kann, ist eine unheilbare Erkrankung der Niere wieder zu reparieren und zu behandeln. Doch bei Jonathan sah das anders aus. In dem Video sah man nämlich, wie der Chiropraktiker Dr. Bergman den lieben Jonathan behandelte und plötzlich konnte er auch Jahre danach weiter Videos drehen und ihm ging es einfach wieder gut. Digga, davon habe ich nie irgendwas mitgekriegt tatsächlich, obwohl das voll der krasse Skandal ist eigentlich, ne? Thomas, I'm Dr. Bergman. Gentlemen, let's get to the bottom of this. Just relaxed. So what I'm gonna do, I'm gonna cause a deep inflammatory response. Pop. Junge, echter Kokumi, dankeschön für den Tier 3 Sub. Vielen lieben Dank, auch schon 11 Monate am Start. Danke sehr. Schade, dass wir dieses Jahr nicht mit der Nummer 12 beenden werden, wa? Right where that disc is. You'll see the head's not turned hardly at all. Maintain pressure. And then a slight impulse.
Now that's the start of the adjustment. Make sure you drink at least a half a liter of water. Go walking with your brother, barefoot, grass, or hard sand, because we got to change that proprioceptive response. Hey, welcome to care. Leute, ich will das nicht mehr. Ey, Ärzte, die auf diese ganzen Nierenbehandlungen spezialisiert sind, die können nur sagen, dass es unheilbar ist. Und dann geht dieser Jonathan zu einem Chiropraktiker und ist plötzlich geheilt. Also ich kann das wirklich nicht mehr. Vor allem das Ganze ist halt auch wirklich so eingetroffen, wie ich es gerade gesagt habe. Denn Jonathan war kurz danach nahezu gesund und äußerte sich dazu folgendermaßen. Dr. Bergman, he is a legend. He's awesome. He is honestly a legend. Because he's fixing the spot in my kidney region that doesn't like fire off properly, that's not letting the signal from my brain to the kidneys work. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie vor allem wurden, also jetzt mal ernsthaft, wurden die dafür nicht tot gehatet? Das ist doch einfach auch klar, dass das, also, das ist ja auch so schlecht alles gefaked. Also das muss doch irgendwer auch noch größer mit Reichweite irgendwie mal befeuert haben, oder? Ey, wer hat die bitte verarscht? Der eine hat einfach eine unheilbare Nierenerkrankung und ist einfach geheilt, weil dieser Chiropraktiker ein paar Griffe durchgeführt hat und meinte, dass Jonathan einfach einen Liter Wasser trinken soll und dann wird das schon wieder. Und Thomas ist nun auch nicht mehr schwindelig und die beiden können wieder ganz aktiv ihre Videos bringen. By the way, sagte aber Thomas noch, dass es ihm ja nicht nur schwindlig war, so wie er es am Anfang äußerte. Er hat auch immer das Gefühl, Krebs zu haben oder auch eine Lebererkrankung zu haben, sowie auch eine Nierenerkrankung. Welche nun aber und was hast du? Ja, Bro, ich habe immer das Gefühl, Krebs zu haben. Hassler Hamburg, Junge, vielen lieben Dank, zweiter Stufe 3 Sub. Ich glaube, das war letzten Monat genau das gleiche. Ich glaube, da habt ihr beide auch Stufe 3 Sub dagelassen. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, diese Windel-Emotes gibt es halt leider nur, wenn ihr mir Bits gespendet habt. Das Ding ist, ich kann keine normalen Emotes für Subs mehr hinzufügen, weil ich nicht genug Platz frei habe. Und wenn ich eins lösche, dann ist auch der Platz weg, weil ich habe jetzt quasi irgendwie, ich glaube, 28. Ich kann aber nur 10 haben. Das heißt, wenn ich einen lösche, sind es halt noch 27 von 10 und dann kann ich auch keine mehr hinzufügen. Das heißt, die Windel-Emotes gibt es halt leider für Bits. Ich weiß nicht, ob das da steht, ab wann. Sonst pause das rein. Cancer, kidney diseases, liver diseases, all those sorts of things would have started happening to my body. So when you say, was he really dying? I really was dying. I was about to develop cancer. I was about to develop liver diseases and all sorts of things like that. Also Thomas, redet es sich ein, Krebs, eine Nierenerkrankung und eine Lebererkrankung zu haben. Und deswegen war er todkrank, weil er sich das einbildete, aber es gar nicht stimmte. Ja, das war wirklich seine Rechtfertigung. Das ist kein Witz. Er hatte das zwar nicht, aber er meint, er habe das fast bekommen. Also ich weiß nicht, wie er selbst wissen kann, ob er fast Krebs bekommt. Ich habe keine Ahnung. Die meinen, boah, ich war so kurz davor, wirklich eine Mutation meiner Zelle von Krebs entfernt. Noch, dass Dr. Bergman ja so krass ist, dass er sogar Krebs heilen könnte. Because he knows every single answer to the sickness. He knows a cure to cancer. He knows a cure to liver disease. He knows a cure to kidney disease. He knows a cure to everything. Vor allem, ich verstehe aber auch nicht, warum machen die überhaupt dieses Video, wenn bei denen sowieso gut läuft, dann brauchen die das doch auch gar nicht. Also wenn das jetzt halt ein YouTuber macht, der so 5000 Abonnenten hat und der will Reichweite, okay, dann könnt ihr es irgendwo halt noch verstehen. So, aber Ich verstehe die nicht. Also die haben doch eine Million Reichweite, das bringt doch gar nichts, das oder? Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Erst in diesem Moment spürt der Mensch den Schmerz. Ouch. Und der Abschluss dieser wirklich faszinierenden Scheiße machte die Sache dann erst so richtig rund. Denn jetzt kann man sogar in ihrem Giveaway die Gewinnchance verdoppeln, wenn man zusätzlich Dr. Bergman abonniert. If you do those three things, you will be entered into this huge giveaway. We also want you guys to know that the doctor that we're going to right now, we found him from YouTube. If you subscribe to his channel, you're gonna double your chances at winning this giveaway. Okay, also die sind wirklich ein hoffnungsloser Fall. Das Lustige ist, dass mit der Glocke kann man auch gar nicht nachweisen, ne? Und das mit dem Kanal abonniert auch nicht unbedingt. Also die waren nicht nur so dreist anzugeben, dass sie todkrank seien, um dann Klicks zu ziehen. Nein, die haben sogar noch ein Gewinnspiel daraus gemacht, welches man gar nicht richtig auflösen kann, weil man nicht nachvollziehen kann, ja, wer hat denn jetzt Dr. Bergman abonniert und wer hat denn jetzt meinen Kanal abonniert? Das kann man nicht hundertprozentig nachweisen. Genauso kann man auch nicht nachweisen, wer die Glocke aktiviert hat oder wer ein Like da gelassen hat. Das bedeutet, sie haben zusätzlich dieses Gewinnspiel auch noch falsch ausgeführt, geschweige denn vielleicht sogar gar nicht richtig ausgelost und nochmals die Zuschauer verarscht. Das ist Wahnsinn. Wenn ihr mich fragt, war das wirklich einer der dreistesten Aktionen, die ich auf YouTube bisher sehen durfte? Alles sah sogar danach aus, als hätten sie ihre Krankheiten sogar extra vorgetäuscht, um diese Story so weiterzuspinnen und um im Anschluss zeigen zu können, dass Dr. Bergman wie Jesus ist und einfach todkranke Menschen heilen kann. Von vorn bis hinten ist das eigentlich eine Aktion, bei denen die Zuschauer normalerweise drüber nachdenken, so einen YouTuber zu canceln. Jedoch hatten sie wirklich Glück und es juckte kaum jemanden von ihrer Community, da sie selbst noch Jahre danach Millionen von Klicks pro Video. Ja, wahrscheinlich, weil das halt, das ist glaube ich auch der Content, wo die wirklich keine so intelligente Community haben, sage ich einfach mal.
Und ich glaube, deswegen hat das ja glücklicherweise niemanden gejuckt. Ne? Ich glaube, wenn so ich das machen würde, Alter, dann wäre komplett vorbei. Am Ende des Tages kann ich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln, wie so etwas so durchgelassen werden kann. Genauso kann ich aber auch nur mit dem Kopf schütteln, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Das würde mich riesig freuen, wenn ihr das jetzt mal noch macht. Und ja, gutes Video auf jeden Fall. Ja, kann man so machen. Ja, wenigstens eingehen, er muss auf jeden Fall dabei sein. Ja, Glück gehabt auf jeden Fall, ne, dass die damit nicht weggecancelt worden sind. Aber ich verstehe den Sinn trotzdem irgendwie nicht so ganz für ein Gewinnspiel mit zwei iPhones. Wurden die wenigstens auch wirklich verlost? Ist ja auch nochmal eine Frage. Ja, weird. Was soll ich sonst sagen? Schaut auf jeden Fall bei Hot Tap Hero rein.